Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Dienstagsbesprechung hier nach dem grandiosen Wochenstart an den Märkten. Es gab neue Meldungen um einen weiteren Impfstoff. Da wird es, denke ich mal, in den nächsten Wochen und Monaten auch immer mehr davon geben, weil die Forschung natürlich immer, immer weitergeht Und wir sehen in gesamten Marktbreite einen Anstieg der Kurse, zumindest bei den Indizes, sogar auch beim Öl. Deswegen ist Öl auch heute mit auf der Uhr. Wir sehen es hinten schon stehen. WTI erneut beflügelt von Meldungen um einen Covid-Impfstoff. Geister da kommen wir nicht drum rum. Das müssen wir hier morgens besprechen, weil da ergeben sich... Zum Teil sehr, sehr schöne, ja, sage ich mal, Handelsgelegenheiten an dieser Stelle. Kurzer Hinweis noch für diejenigen, die hier auf Zoom zuschauen. Wir sind immer bemüht, den Service, den Streaming-Service hier weiter zu verbessern. Und wer schon mal die Videos gesehen hat, die immer auf unserer Tickme-Seite auch von, von YouTube entsprechend immer zur Verfügung stehen, der sieht schon, in Zoom sieht das Ganze ein bisschen anders aus, wie das, was wir hier in der Sendung auf Facebook und auch den Aufzeichnungen rüberbringen. Und ich versuche, das Ganze auf Zoom auch mit ja, zu spiegeln. Und da habe ich heute einen erneuten Test gemacht an dieser Stelle äh, mit, äh, ja, sag ich mal, ein paar anderen Einstellungen. Und da wäre es ganz, ganz nett, wenn wir sozusagen mal kurz eine Rückmeldung bekommen könnten, äh, wie das Ganze über. Zoom läuft, da sollte jetzt eigentlich mein Kamerabild mit dem gesamten Studio im Hintergrund zu sehen sein. Da bräuchte ich nur mal bitte kurz eine Rückmeldung, ob das Ganze funktioniert, ob man mich verstehen kann. Äh, denn hier an dieser Stelle muss ich halt einfach ein bisschen Rückmeldung bekommen. Zoom ist okay, ähm, das heißt man kann sozusagen mich komplett groß sehen. In der Kameraperspektive. Das ist wunderbar. Genauso wollte ich das haben. Der Ton passt hoffentlich auch. Beim letzten Mal, als wir das versucht haben, gab es ziemlich starke Tonkoppelungen, Rückkoppelungen. Aber wenn da jetzt keine negativen Meldungen kommen, dann, ja, dann probieren wir das doch heute einfach mal durch. Vielleicht ist das auch ein bisschen, ja, sag ich mal, up to date. Ne? Dass man nicht nur hier einen Bildschirm, äh, sagen wir mal, doppelt. Also wir gehen hier Richtung HD. Das wollen wir auch haben. Das ist zukunftsgewiss da bleiben wir mit am Ball, also nicht nur die Handelsideen, sondern auch die Technik wollen wir hier weiterhin verbessern. Wir machen los hier heute mit Blick in WTI, Euro, US-Dollar und Gold haben wir auch auf der Uhr. Zunächst allerdings wie immer der Risikohinweis, den bitte ich sozusagen in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf schon, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir ja und damit beim Thema Hinweis gleich noch ein anderer Hinweis. Ich weiß, wir haben viele Neue Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle immer mit dabei. Nutzen Sie bitte die Gelegenheiten auf Facebook oder auch auf Zoom, entsprechend die Chats zu pflegen. Da kann ich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt mir hier mit auf die Agenda nehmen. Das dazu und dann schauen wir jetzt mal. Auf die Tagesnachrichten an dieser Stelle heute, ja, das meiste erst am Nachmittag. Ja. Vormittags ist nicht wirklich viel, was an wichtigeren Nachrichten kommt. Deswegen heute für Dienstag, den 17. November, hier die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das Ganze um 14.30 Uhr zusammen mit dem Export- und Importpreisen. Ähm, das sind wichtige Sachen. Dann äh, hier die Kernrate und natürlich die gesamten Einzelhandelsumsätze. Wir sehen es hier an dieser Stelle. All das um 14.30 Uhr. Wir sehen, wie sich es entwickelt. Und das wird dann Einfluss entsprechend auf die Indizes auch haben können. Denn wenn wir hier beispielsweise positive oder deutlich negative, sage ich mal, Dinge sehen, unter Umständen könnte das Projektionen in die Zukunft bringen, weil das sind natürlich Umsätze aus dem Oktober. Ne? Der Kuchen ist gegessen, das wird für die Zukunft nichts mehr bringen. Aber wichtig ist ja immer die Projektionen, die da rauskommen. Und das an dieser Stelle ist ja das Wichtige. Was erwartet man für die Zukunft? Und Biden ähm, hat ja in den Nachrichten auch gesagt: Mensch, Trump, wenn du jetzt hier nicht bald mal ein bisschen offen rangehst an die ganze Geschichte, werden wir bald noch mehr äh, hier an dieser Stelle mehr. Äh, Stream beziehungsweise mehr, mehr Todesfälle sehen und das ist nicht schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist überhaupt nicht gut für die USA und deswegen wird es da etwas geben. So, ich sehe gerade, Zoom ist abgestürzt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich hoffe, das Ganze wird sich wieder aufbauen. Vielleicht schaust du mal, Elena. Ich habe nur gerade die Meldung bekommen, dass Zoom vom Moderator beendet worden ist. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, was dann hinten passiert ist. Ähm, dass wir das Ganze haben. Also, Zoom ist gerade zugegangen. Ich versuche noch mal ganz kurz den Zoom-Stream zu starten, dass wir hier wieder reinkommen können. Und dann machen wir weiter hier an dieser Stelle mit der Besprechung der Märkte. So, kurzen Augenblick. Das mache ich mal klein. So. Äh, machen wir es mal so, wie immer. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist hier, warum Zoom äh, gestoppt wurde. Ich gehe jetzt mal ohne die Videoübertragung rein, mache nur sozusagen die Bildschirmfreigabe dass wir das Ganze dann sehen können. So, da ist er. Teilen. Machen wir es an dieser Stelle mal so. Gut. Also, Elena, ich sehe, du schaust gerade zu. Ich bin gerade noch mal in Zoom reingegangen. Äh, gib mir doch bitte noch mal kurz den neuen Host. Ähm, Zoom ist zugegangen. Das Ganze... Ah, ha, ja, jawohl. Elena ähm, hat sich verklickt. Ja, guys. <laughs> das kann passieren. Uh, ja, so sieht's aus. Zoom wird gerade neu gestartet. Wir warten kurz den Augenblick. Sorry für das Gehoppel hin und her. Vielleicht zwischendurch noch ein bisschen was um das Thema, warum es denn so wichtig ist, dass Biden irgendwann zum Zuge kommt, beziehungsweise dass das US-Wahlergebnis irgendwann mal zur Debatte steht. Wir wissen es ja, wir haben im Dezember zwei wichtige sozusagen Termine liegen. Das eine ist sozusagen die Bestimmung der Wahlmänner. Also das heißt, wann die Wahlmänner sozusagen ihren Präsidenten bestimmen. Und das andere ist die fixe Bestimmung. Des Präsidenten. Das kommt alles im Dezember wahrscheinlich oder vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir an dieser Stelle hier möglicherweise Verzögerungstaktiken oder was auch immer sehen. Wichtig ist halt eins und das merken wir halt auch, dass immer mehr Menschen in den USA auch sagen: Okay, Wahl Biden, okay, das passt. Die Märkte spielen das Ganze auch schon positiv, sodass ich persönlich da relativ guter Dinge bin, dass, dass sich das Ganze normal entwickeln wird, auch wenn es am Anfang noch ein bisschen wackelig ist. Ja, und dann können wir. Wir sehen, wie beiden arbeitet. Viel, viel wichtiger ist allerdings die ganze Sache über äh, sozusagen die ähm, wie soll ich sagen, äh, die Covid-19 Schiene läuft, weil das ist das, was die Wirtschaft wirklich extrem stark belastet. Das wird dann im extremsten Falle wieder zu massiven Firmenschließungen führen müssen, wegen Covid-19. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt, aber das ist halt genau das Play am Markt momentan und da ist es jetzt Zeit halt wichtig, da sehen wir, da sehen wir immer, immer wieder, dass der Markt auf Meldungen rund um Impfstoffe sehr, sehr positiv reagiert und da wird halt viel auch eingepreist. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass das Thema Covid-19 richtig gesehen wird und dass die Notenbanken halt auch weitermachen und die Staaten entsprechend hier äh, auch die USA an dieser Stelle weitermachen mit den ganzen Stützungsmaßnahmen, dass dort weiter, ähm, sage ich mal, Hilfen für die stockende Wirtschaft und auch die Arbeitnehmer kommen und das Ganze wird es dann voran. So, jetzt schauen wir mal, was hier kommt, ob ich äh, das Zoom momentan oder mittlerweile starten kann hier an dieser Stelle. Ich gehe einfach noch mal ganz kurz rein. So. Und dann geht das hier noch mal los, kurzen Augenblick. So. Die Elena hat gestartet hat sie geschrieben. Zoom ist wieder zusammengebrochen. Ach, Herr So, Elena, irgendwie ist Zoom gerade nochmal zusammengebrochen. Da muss ich mal kurz warten, was da geht. Anyway, ich mache das mal nebenbei und wir schauen, was hier passiert. Wir machen hier an dieser Stelle weiter. So, gut. Also, Zoom geht los. So, ich kann aber Zoom nicht starten, Elena. Ich kriege irgendwie keine Host-Freigabe heute. Ah, jetzt bin ich der Host. So, jetzt sehe ich das hier. Gut, also. Back on deck sozusagen. Gut, zurück zu den Nachrichten. Wir sind stehen geblieben bei den Einzelhandelsumsätzen. Das sind so die wichtigen großen Dinge. Wir sehen es heute. Mehr ist hier an drei Sterne Dingen nicht zu erwarten. Wir bekommen hier vom Bank of England Governor Bailey noch eine Information, der spricht heute. Das ist interessant möglicherweise für das Währungspaar, auch britischer Pfund, ähm, US-Dollar. Wir wissen ja, äh, was in Großbritannien auch bevorsteht. Das Thema Brexit, das wird immer wieder von den Märkten aufgegriffen. Äh, von der Seite her ist das ein Thema. Na, möglicherweise heute auch wieder vom Bank of England Governor Bailey. Ansonsten am Nachmittag, wie schon gesagt, wir kriegen Informationen zur Industrieproduktion, die Lagerbestände haben wir da und dann noch die Einzelhandelsumsätze für den Monat September und dann um 17 Uhr spricht noch einmal die EZB Präsidentin Lagarde. Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wir haben morgen hier bei uns, wo ich sitze in Sachsen einen Feiertag Donnerstag Freitag, mache ich zwei Tage frei. Das heißt, an dieser Stelle ist das heute diese Woche die letzte reine Marktbesprechung an dieser Stelle. Deswegen kurz noch zu einem Hinweis der Termine ähm, für diese Woche noch. Morgen äh, ist das Thema Öl noch mal sehr, sehr wichtig. Wie schon gesagt, wir haben ja Öl heute auch wieder auf der Uhr, ähm, wie sich da die Rohöl Lagerbestände machen. Das ist das eine. Das andere ist am, äh, was haben wir es, am Donnerstag. Da kriegen wir wieder die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Arbeitslosenmarkt ist sehr, sehr wichtig für äh, das, was an den Märkten auch passiert. Das beeinflusst auch die Währung, das beeinflusst auch den US-Dollar in seiner Stärke oder Schwäche, je nachdem, was es ist. Und wir bekommen am Donnerstag noch den Fettherstellungsindex. Das sind wichtige Dinge. Das sind so auch die wichtigsten Nachrichten, die wir aus den USA noch erwarten können im Laufe der Woche. Also morgen und übermorgen noch zwei Dinge hier mit auf der Uhr. Und damit schalten wir rüber äh, zu den Charts entsprechend. Und damit sehen wir an dieser Stelle auch gleich mal in die Märkte rein. Und wir starten hier mal los mit dem Öl. Ja? Und Öl sehen wir hier momentan, tja, in einer sehr, sehr wichtigen Phase. Bevor wir hier die Stunde besprechen, möchte ich ganz gerne nochmal ins große Bild reingehen hier in den Tageschart. Das, raff ich, das mache ich gleich auch mal noch ein bisschen größer hier, dass der Bildschirm mit durchkommt an dieser Stelle, dass wir mehr vom Chartfenster auch sehen können. Das heißt, hier an dieser Stelle schauen wir uns mal kurz das WTI an und was wir hier sehen, ist ein Ausbruch aus der Flagge. Ich mache es nochmal etwas größer hier. Schöner dynamischer Anstieg. Unten drunter geordnet auch der Aufwärtstrend, auch schon da. Wirklich sehr. Sehr, sehr schön zu sehen äh, an dieser Stelle, was hier passiert ist. Also mit Aufwärtstrend meine ich jetzt nicht nur das große hier, sondern auch das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Hier, also hier, die erste Bewegung nach oben. Moment, ähm, das haben wir hier, der Aufstieg hier, zack, nach oben rein. Dann entsprechend unten die erste Korrektur und dann die Bildung dieses Trends hier nach oben hin zu sehen. Ja, das ist mal das erste Bild an dieser Stelle. Und hier haben wir die Korrektur in Form einer Flagge gesehen und dann gestern der Ausbruch. Direkt auch mit den Meldungen um den Impfstoff sehr, sehr viel Dynamik in den Markt reingekommen. Das war gestern. Das war der Ausbruch. Und dieser Ausbruch, wenn er denn bestätigt wird, der gibt gute Chancen dass wir erst einmal wieder hochlaufen, Richtung gestriges Tageshoch hier, wo wir das Spike-High gesehen haben, um die Marke von 42,05. Und das ebnet dann wiederum den Weg hier zum Zwischenhoch bei knapp 43 US-Dollar hier. Wenn wir mal das Spike-Hoch anschauen, das war bei 42,98. Das sind mal die Dinge. Die wir jetzt aus der korrektiven Phase heraus tatsächlich nach oben hin mit offen haben. Und weil wir das Ganze brauchen, zur Planung her natürlich noch die Unterseite. Das heißt, wir haben es hier unten auch schon mal markiert. Wenn wir uns das Tagestief von vorgestern mal mit rannehmen, da sehen wir, das ist auch gleichzeitig das Zwischentief der aktuellen korrektiven Phase. Die Marke von um die, zwei, um die 40 Dollar, 4002 ist es auf den, auf den Cent genauso zu sagen. Sollten wir dort drunter fallen, haben wir erstmal einen Gegentrend, dann dreht sich das Bild komplett um und dann müssen wir schauen, wo geht es denn weiterhin? Und dann stehen wir im Tageschart mal im nächsten Anlaufpunkt hier an diesem Dreh- und Unterstützungslevel und das ist der Bereich hier am Hoch, die Marke um die 3922. Und jetzt schalten wir mal um in den untergeordneten Stundenverlauf, denn ähm, hier haben wir auch wieder sowas Ähnliches wie eine Schulterkopf-Schulterformation, die wir hier an dieser Stelle sehen können. Kurz Augenblick, ich versuche mal noch das Zeichnungstool wieder in Gang zu bringen hier. Kurzen Augenblick, da muss ich noch mal in die Setups reingehen. Ich musste ein bisschen was technisch ändern, mir ist ein Monitor kaputt gegangen ähm, und ähm, mit den ganzen neuen Dingen musste man halt auch ein paar Einstellungen neu machen äh, und das ist dann natürlich immer wieder so ein bisschen, naja, zu sehen, wo macht man es denn hin äh, und das Zeichentool funktioniert halt nicht immer. Das heißt, ähm, hier an dieser Stelle ist das Ganze etwas schwieriger. Aber wir bekommen alles hin. Und hier gehen wir mal ganz kurz in das rein, was ich hier meine. Also hier, schaut mal, wir haben hier den laufenden Abwärtstrend natürlich ne, an dieser Stelle. Das ist wichtig. Das ist der erste Bereich, den wir hier an dieser Stelle haben. Das ist eine Schulter. Das nächste in diesem Sinne hier, das wäre hier mal der Kopf. Und jetzt die Chance, ja, einer. Weiteren Schulter und ob die kommt oder nicht, ob das tatsächlich die Schulter wird oder nicht, das wird sich klären. Nämlich dann, wenn wir sagen, okay, wir kriegen jetzt hier kein neues tieferes Hoch-Tief, äh, sondern laufen hier eher in die Oberrichtung rein. Dann wird es interessant, was passiert hier oben in dem Bereich, den wir hier haben. Ne? Oben drinnen hier. Das alte Zwischenhoch um die 42.05. Da müssen wir auf alle Fälle drüber, um diese gesamte Aufwärtsdynamik nach oben rauszuschieben. Und das wäre dann auch hier um die, naja, was haben wir hier? 41.80 bis 41.90. Licht in irgendeiner Art und Weise halt der ganze Schwungbereich, hier, der ganze Drehbereich, da fängt der an, da ist der Bereich der Nackenlinie und das ist dann interessant, wenn wir hier aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation, die wir in der Stunde sehen, nach oben ausbrechen, das wäre dann das Triggersignal, dass der Markt tatsächlich schön auch nach oben mitlaufen möchte. Und wenn wir hier tatsächlich das bullische Bild sehen sollten, dann haben wir Anlaufmarker da, wie schon gesagt, nachdem hier diese Zwischenhochs um die 42,05 abgelaufen wurden, dann hier... Noch ein kleiner Schwungbereich aus dem Weg nach unten. Das ist untergeordnet auf dem Weg nach oben zur 42,98. Noch mal ein kleiner Verkaufsbereich und den haben wir hier im Hoch bei 42,61 liegen. Das ist das, was wir zur Oberseite haben. Aber eine Sache, die dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Wir können natürlich jetzt nicht einfach so davon ausgehen, dass der Ölmarkt hier mir nichts, die nicht zu so nach oben geht. Sollten wir hier unter dieses kleine Zwischentief drunter fallen, also unter diese Marke hier, Moment, das mache ich mal kurz etwas anders ähm, von der Farbe her, das wäre natürlich die Initialzündung dafür, dass wir erstmal tiefere Kurse sehen und das wäre sozusagen eine weitere Gegenbewegung zu dem Ausbruch aus der Flagge von gestern. Technisch wäre das natürlich nicht so schön, wenn wir hier erstmal eine starke Gegenbewegung bekommen. Aber wenn wir es halt reinbekommen, und das ist wiederum der Vorteil für die aktiven kurzfristigen Trader, dann haben wir hier unten auch ein paar Anlaufpunkte. Der erste, den wir hier sehen, wäre mal dieser Schwungbereich hier in diesem Drehbereich zwischen 40,65 und knapp 40,80. Das erste Level, das ist das Drehlevel hier an dieser Stelle. Und dann selbstredend unten dieser Schwungbereich um die Marke von 40,02. Das ist das, was wir hier sehen. Und wen das das interessiert, warum ich beispielsweise auch gesagt habe, dieser Drehbereich hier zwischen 40, 65 und 40, 80, der ist interessant. Der klickt einfach mal in den 15 Minuten Chart rein und dann wird er sehen, warum der Bereich interessant ist. Das ist nämlich genau hier unten dieser Wechselbereich gewesen, hier an dieser Stelle und dieser Wechselbereich, der ist an dieser Stelle interessant, weil hier, schaut mal, hier gab es den Richtungswechsel. Ne? Hier war das Zwischenhoch, dann ging noch mal der Weg nach unten. Hier hat sich dann der Aufwärtstrend gebildet und hier erst sind wir von unten nach oben, dann haben wir es von oben nach unten angetestet und sind dann nach oben durchgestattet. Das ist das Interessante und deswegen bekommt dieser Bereich so eine Wichtigkeit für die Unterseite auch mit drauf. Aber wie schon gesagt, ähm, stark bullisch wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier einfach so oben drüber laufen würden. Ansonsten, wie schon gesagt, die Ausdehnung zur Unterseite her, die darf man nicht vom Tisch wischen ähm, und das sind wichtige Faktoren, die wir hier an dieser Stelle sehen für den Fortgang der aktuellen Geschichte. Hier mit Blick auf den Ölmarkt machen wir weiter an dieser Stelle hier mit Blick in den Index nein nicht in den Indexmarkt sondern in den Währungsmarkt und da hatte ich ja gesagt haben wir heute weiterhin noch das Währungspaar Euro US Dollar da und dann schauen wir noch auf Gold beziehungsweise wer hier Fragen hat bitte wirklich rein entsprechend in die Chats und dann kann ich das Ganze sehen. So, heute ist irgendwie der Tag der Tage hier. Ähm, manches hängt, aber wir kriegen alles hin. Gut, also der Chat auf Facebook hing gerade. Ich hoffe, dass die Übertragung sauber durchläuft. Wir schauen zunächst dann auf den Euro-US-Dollar. Das ist nämlich sehr, sehr interessant, was wir hier momentan sehen. Hier mit Blick, das ist jetzt mal der Tageschart, denn der Markt läuft schön nach oben. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Auch hier sehen wir an dieser Stelle den Markt, den trendigen Verlauf hier an diesen, an diesen Punkten hier. Auch in der Korrektur hier an dieser Stelle wurde die Korrektur sozusagen beendet. Hier sind wir unten rumgedreht und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, wie sich der Markt verhält. Ob er weiter stärker aufbaut und wir nach oben durchgehen. Denn an dieser Stelle hier. Da ist das Zwischenhoch, das Tageshoch von gestern. Jetzt sehen wir hier einen leicht nach unten tropfenden Markt hier an dieser Stelle. Ne? Und wenn sich das ausweitet, müssen wir natürlich die Unterseite kurzfristig anschauen. Wohlgemerkt. Das wäre dann die Gegenbewegung. Nach drei Tagen steigenden Kursen haben wir durchaus auch mal eine Phase, wo wir Gegenbewegung bekommen. An dieser Stelle wichtig wäre es halt nur, dass wir nicht hier unten unter dieses Zwischentief drunter fallen. Das wäre ein wirklich sehr, sehr wichtiges Mark oder ein sehr, sehr wichtiger Marker hier an dieser Stelle. Das brauchen wir natürlich als Sicherheit dass der Aufwärtsdruck auch weiter aufrechterhalten wird. weil wenn das passiert, dann haben wir wirklich gute Karten hier in die Zwischenhochs reinzulaufen hier. Ich nehme mal ganz kurz raus, sich hier oben an dieser Stelle reinzulaufen. Dort drüber und dann wieder Richtung 1.20 hochzustreben. So weit ist es jetzt noch nicht, aber es ist ja immer schön, wenn man weiß, wo entsprechend die Potenziale liegen. Und wir sind halt hier oben wieder mal an einer Stelle verortet, die nicht von schlechten Eltern ist, weil wir haben es gesehen, dieser Drehbereich, das sehen wir auch hier im Hintergrund. Der war schon extrem wichtig hier, die Marke von knapp 18, 1, 18 70. Denn hier, schaut euch mal, was hier für ein Gerangel los war. Ne? Dann sind wir drunter, nicht mehr drüber gekommen. Hier sind wir dran gekommen, nicht drüber gekommen. Hier sind wir kurz drüber gekommen, dann wieder runter. Jetzt stehen wir schon wieder hier. Wenn diese Marke tatsächlich überschritten wird, das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen. Das schauen wir uns jetzt mal für das kurzfristige Trading im kleineren Chartbild auch an. Denn hier an dieser Stelle ist es natürlich gut zu planen, was läuft. Und wir sehen es hier an dieser Stelle. Das hier war die korrektive Phase. Hier hat man schön den Abwärtstrend nach unten laufen. Und hier haben wir es gesehen. Der Markt trendete nach oben, ist ausgebrochen aus dieser Flagge und hat sich dann trendig. Nach oben hin entsprechend fortgesetzt. Und hier wird es jetzt wirklich interessant, was passiert. Laufen wir hoch oder laufen wir runter? Und da haben wir den wichtigen Entscheidungspunkt, nämlich hier oben. Dieses Level, ja, wir haben hier jetzt schon ein tieferes Hoch gemacht. Das, wenn weiter abverkauft wird, ist ein Zeichen dafür, dass wir erst einmal. Ja, sage ich mal, weiter in den Korrekturmodus reingehen. Und ich hatte es ja schon oft avisiert, dass diese Ausbrüche manchmal nicht direkt in einem Schub nach oben gehen, sondern dass man ein bisschen, sage ich mal, Anhaltspunkt bekommt, wo wir in die Korrektur reinlaufen können, bevor wir dann wieder nach oben in die übergeordnete Trendrichtung laufen. Und da sehen wir hier im Währungspaar Euro-US-Dollar halt diesen wichtigen Drehbereich hier, also dieses Level. Was wir hier haben, das ist ein Support-Level. Da sind wir mittlerweile drüber gelaufen und deswegen ist das halt auch so wichtig zu sehen, was hier in diesem Level auch losgeht. Denn hier sind wir drüber gelaufen, hier haben wir einen wichtigen Drehbereich rausgenommen. Hier sind wir rangelaufen, wieder hoch, rangelaufen, wieder hoch. Es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir hier den Test erstmal unten rein sehen. Ich klemme hier auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Also hier dieser Bereich knapp die Marke von 1,18. Naja, was haben wir hier? 15, 16 bis 20 hier in diesem Drehbereich. Das wäre schon wichtig zu sehen, dass dieses Level hält. Hält es nicht, müssen wir uns wieder hier knapp auf die 1,18 beziehen, beziehungsweise. Wie schon gesagt, untergeordnet haben wir dann hier noch ein paar Swinglos liegen. Hier das Tief. Und dieses Tief hier unten an dieser Stelle ist natürlich auch wichtig. Das kommt aus diesem Aufwärtsschwung, die wir hier haben. Also sollten wir hier einen Gegentrend machen, sind die Anlaufpunkte unter der Marke von 11818 18 ganz klar klassifiziert. Hier an dieser Stelle die 11787 bzw. die 1, 17. 58 hier auf der Unterseite. Ne? Ansonsten, wenn wir tatsächlich es schaffen, oben drüber zu laufen, das wäre wirklich ein starkes Signal hier an dieser Stelle. Und damit könnten wir uns weiter nach oben orientieren, hier drüben ans Zwischenhoch, was wir hier gehabt haben. Wann war es genau gewesen? Am 9.11. Das war das Zwischenhoch. Und das können wir dann wieder mal locker avisieren hier an dieser Stelle, wenn der Markt hier hochläuft. Und das ist genau wieder so ein Drehpunkt wo man das sehr, sehr schön sehen kann. Und halt im Sinne der Dynamik sollten wir hier tatsächlich aus dieser Linie, die hier so nach unten läuft, ein bisschen trendig, wieder schön rumdrehen. Jetzt nochmal kurz der Blick in die 15 Minuten. Da sehen wir es halt. Das wäre halt interessant hier. Ne, da trendet es jetzt nach unten, wenn sich hier in den 15 Minuten wieder der Aufwärtstrend bildet. Das wäre dann ein erstes Indiz dafür, dass der Markt das noch einmal versuchen möchte. Durch die Oberseite, dann würde sich hier, je nachdem wie die Ausdehnung auch der korrektiven Phase ist, möglicherweise auch ein Dreieck bilden, ein ansteigendes Dreieck. Also es gibt schon diverse Anhaltspunkte, dass wir nach oben laufen können. Aber wie schon gesagt, der Drehbereich hier oben, der kann sich aufgrund des tieferen Hochs auch deutlich nach unten ausladen. Und dafür haben wir auch schöne entsprechende Anlaufpunkte hier mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Und damit gehen wir in den Goldmarkt. Dann haben wir noch Silber als Frage. Die haben wir hier bekommen aus Zoom. Danke dafür. Und dann wollen wir noch auf den DAX mal schauen. Auch das sehr, sehr gerne. So, also jetzt auf Gold. Dann machen wir Silber. Tja. Und was sehen wir hier? <laughs> Gestern wieder mal äh, extremes Spiel, ne? Impfstoffgeschichte, zack Gold runter, zack Gold hoch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es weitergeht. Wenn wir uns die Verordnung mal anschauen, ähm, im Goldmarkt hier wieder unten, dieses Level hier, ich ziehe mal ganz kurz ein bisschen mal darüber, dieses, dieses Schwunglevel hier zwischen 1850 und 1860, das hält momentan echt. Bombe, wie man so schön sagt. Also, da will der Markt wirklich nicht drunter. Ja, gut, was wir oben sehen, der Deckel, ja, da, diese Marke, ähm, 1965 bis 1975 äh, US-Dollar für die Feinunse, da oben ist natürlich momentan relativ wenig zu holen. Aber kurzfristig, kurzfristig ist es doch durchaus interessant, was wir sehen, denn den Anlauf, den wir hier unten an dieser Stelle haben, ähm, diesen Aufwärtsschub zu sehen, der ist schon sehr, sehr interessant. Und wir haben hier gestern eine sehr schöne, äh, sage ich mal, Reaktion an den Märkten gesehen. Denn die Unsicherheit, die ja plötzlich in den Markt gekommen ist, die hat sofort wieder dafür gesorgt, dass der Markt hochläuft. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das war die letzte Woche. Und das war der Tag, als äh, BioNTech den Impfstoff, die Impfstoff-News gebracht hat. Gestern gab es eine neue News. Schaut euch mal den Unterschied hier an. Ne? Hier der brutale Abverkauf von oben nach unten. Gestern die Meldung, da kam plötzlich Kaufkraft rein, Stärke in den Markt. Möglicherweise, weil wir unten verordert sind, spielt jetzt keine gigantisch große Rolle. Aber wenn wir uns das mal eben kurz im kleinen Schattenbild anschauen wollen, dann sehen wir hier, da gab es doch zuerst eine Schockreaktion nach unten hin. Hier der eine Schlag nach unten und dann wurde direkt nach oben aufgekauft. Wie geht es jetzt weiter? Worauf schaue ich in diesem Sinne? Was wir hier schön sehen können, ist, dass wir im, ja, ich sag mal, im kleineren Bereich hier, das, was ich jetzt hier mal einzeichne, da sehen wir momentan am Markt, auch initiiert unten an diesem Supportbereich, wir sehen steigende Tiefs und steigende Hochs. Und das, was wir gestern hier auch erlebt haben, dieser starke Rutsch nach unten, war quasi jetzt die Korrektur zur vorangegangenen Bewegung. Und jetzt wird es hochinteressant, was passiert. Denn hier, dieses Level hier, da. Um die Marke von, Moment, da müssen wir mal schauen, wo wir haben hier, knapp die, 1100, äh, die 1884. Da haben wir jetzt einen leichten Support. Ne? Hier nochmal kurz drunter, wieder drüber. Drauf hoch, drauf hoch. Jetzt wird es interessant. Fallen wir unter diesen Support? Trendet der Markt erstmal wieder nach unten. Anlaufmarker hier an dieser Stelle finden wir jetzt hier äh, in, mit Blick in den Stundenchart erst einmal nur hier unten dieses kleine Zwischentief bei knapp 1865 US-Dollar. Das ist die Unterseite. Wir schauen uns das Ganze aber gleich noch in den Kleinstzeiteinheiten an für die kurzfristigen Trader, denn dieses kleine Zwischentief hier hat halt auch eine Bewandtnis. Das sehen wir dann im untergeordneten Trendverlauf. Aber. Worauf ich jetzt hier hinaus möchte, ist, sollte der Markt aufgrund der tieferen Verordnung in der Nähe ähm, vom Support-Level doch wieder positiv trendieren, dann wird eins interessant, nämlich das, was sich hier jetzt passiert. Wenn wir nicht unten durchfallen, sondern die Stärke aufbauen, um nach oben zu laufen, dann haben wir nämlich hier den nächsten Trend, der nach oben läuft. Ne? Also wenn wir hier kurzfristig über dieses kleine Zwischenhoch hier drüber laufen, dann haben wir den Aufwärtstrend im kleinsten schon wieder da. Der fließt dann. In diesen Aufwärtstrend rein. Und das wäre dann ein Zeichen, dass wir eher die Orientierung auf der Chart-Oberseite suchen. Also hier haben wir den Drehpunkt. Und der ist extrem wichtig an dieser Stelle. Und das sehen wir auch in den kleineren Zeiteinheiten, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, wo wir hier die Anlaufpunkte haben. Und ganz klar ist eins, ich hatte es schon gesagt, Sollten wir tatsächlich hier unten unter dieses Zwischentief laufen? Moment, jetzt kann ich es ein bisschen näher anklassifizieren. Also unter dieses Tief hier, dann sehen wir ganz klar, was wir hier haben. Dann haben wir nämlich hier einen Markt, der wieder nach unten trendet, ja, also dieses quasi, und dann brauchen wir die Anlaufpunkte auch auf der Unterseite, ne? und das ist dann halt zu sehen, erst einmal viel, viel Luft unten rein, bis hier auf die knapp 1865, tja, und danach kommt schon wieder der Auffangbereich. Das unten ist halt relativ eng, aber oben haben wir sehr, sehr viel Luft, und diese Luft, die wir zur Oberseite drin haben, die ist dann schon interessant zu sehen, das heißt, sollten wir hier Tatsächlich das Long-Setup spielen, das wäre dann interessant, weil wir diese Sachen dann schön nach oben rein mit planen können. Und da sehen wir dann die Anlaufmarker. Zunächst erstmal müssen wir natürlich hier, ich ziehe das mal mit einer anderen Farbe kurz hoch hier an dieser Stelle. Hier müssen wir drüber laufen. Diese Marke muss weg, damit wir hier, sage ich mal, diesen Hochbereich rausnehmen und dann können wir uns schön nach oben orientieren. Hier 1896 und dann hier oben dieses Zwischenhoch hier da ganz klar raus die knapp 1900 also 1899 dann haben wir da oben die 1900 ähm, US-Dollar Marke das sind wichtige Punkte und wenn wir dann noch mal zurück in den Stundenchart reinschauen, dann sehen wir halt, was da da nach oben im Gange ist, ne? Und dann sehen wir halt, dass die 1896 das wichtige Zwischenhoch ist und wir dann den Weg nach oben frei haben und wenn wir das rausnehmen, tja dann möglicherweise wieder hier oben rein in diesen alten Bereich hier um die 1930 bzw. was dann halt auch interessant wird, hier dieses größere Abverkaufslevel, das wir dort haben, wo der Markt rumgedreht ist und dann hier diesen starken Moment, diese Auflösung. Hier oben raus, als wir quasi aus dieser ähm, Formation hier ausgebrochen sind. Hier, das an dieser Stelle ganz klassisch eine Keilformation mit einer, sag ich mal, Seite, die wir hier oben und unten haben, wo die beiden Seiten so schräg zusammenlaufen, aber kein klassisches Dreieck bilden. Da war der Ausbruch und das ist oben der Bereich um die knapp 1953. Also wir sehen es. Wenn wir das hier rausnehmen, dieses Level um die Marke von 1900, also jetzt unten den Drehpunkt generieren, um dann nach oben durchzustarten, das wäre interessant. Dann ist nämlich viel, viel Luft nach oben. Hier ist nicht wirklich irgendwas drinnen, was aufhalten kann aufgrund dieser extremen Dynamik, die wir hier gehabt haben. Und da kann das durchaus schnell nach oben schnappen. Das zum Gold und damit schauen wir jetzt auf Silber und entsprechend noch den DAX. So. Silber hier erst einmal auch mit Blick in den Tageschart. Kurze Kurzer Einwand an dieser Stelle noch oder kurzer Hinweis für diejenigen, die hier neu dazugekommen sind wer hier einen Wunschmarkt hat und eine entsprechende Zeiteinheit analysiert haben möchte, also den Tag oder die Stunde oder die vier Stunden, einfach mit reinschreiben, dann kann ich hier direkt auch den Fokus drauf legen. Ansonsten machen wir jetzt hier Standardtechnik, den Blick von oben nach unten. Sorry guys, den Chart muss ich mal ein bisschen aufräumen. Nämlich immer dann, wenn wir hier kleine Chartbesprechungen machen oder ich meine eigene Handelsvorbereitung hier mit drin habe, lege ich mir natürlich immer wichtige Marker rein, die für mich interessant sind. Und das, ja, da sieht der Chart halt manchmal, wenn man sich den Tag anschaut, ein bisschen vor. Voll aus, aber das kommt dann halt aus den kleineren Zeiteinheiten, die ich mir immer wieder anschaue. Deswegen, ich mache mal kurz hier sauber an dieser Stelle und damit sehen wir wieder deutlich mehr. Also, was haben wir hier jetzt im Silber? Im Silber haben wir momentan, wie soll ich das jetzt sagen, eine Situation, die ist ähnlich wie im Gold. Letzte Woche der starke Abverkauf, hier die Korrektur oben rauf. Der Silberchart sieht aber schon ein klein wenig anders aus als der Goldchart ausschaut. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine Tatsache, die ist halt da. Und zwar, dass wir hier einen Auffangbereich haben, der ein, wartet mal einen Moment, kurzen Augenblick hier, der aufgefangen hat und zur Bildung eines neuen Hochs gegangen ist. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir hier auch einen nach oben trendenden Markt. Und jetzt haben wir diesen starken Schub nach unten. Und da ist es halt jetzt interessant zu sehen, mal ganz genau hinzuschauen, was passiert denn jetzt aus dieser Situation hier, aus dieser Gegenbewegung? Weil die ist schon ähm, nach oben gelaufen, aber wir sehen hier sehr, sehr, sehr zögerlich hier. Äh? Erst eine ganze Weile nichts, dann ein bisschen nach oben, dann gestern wieder nach unten, dann wieder sofort Stärke rein. Und da kommen wir jetzt auf die interessanten Bereiche. Wir sehen hier unten das Zwischentief um die 24,50 drinnen liegen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, den wir hier brauchen, ist hier das Hoch von gestern. Das ist Spike-Hoch an dieser Stelle. Ähm, das ist hier oben dieser Bereich ganz grob um die. Die Marke von na, 25, was haben wir hier oben, muss ich mal reingucken, 25,065 oben rein. Ähm, das wird jetzt interessant zu sehen. Denn die Auflösung dieser Situation kann durchaus auch wieder zu einem Rutsch nach unten führen, hier in diesen Auffangbereich zwischen 23, na, was haben wir hier unten? 56 und 23 hier ähm, 77 in diesem Schwungbereich. Und deswegen blicken wir hier auch nochmal in die Stunde rein im Silber und da sehen wir es. Hier, schön der Aufwärtsschub nach oben, jetzt dieser absolute Schub nach unten. Und hier ist es ein bisschen anders wie im, wie im Goldpreis. Hier trennten wir im Kleinsten schon wieder nach unten. Also, das wird interessant, was hier passiert. Denn wenn wir uns dieses Bild hier mal kurz anschauen wollen, schaut mal hier: haben wir die Bewegung nach oben gehabt, dann die Gegenbewegung hier auf Stundenbasis, dann haben wir schön äh, die Trendbildung nach oben auch gesehen. Hier oben schön durch, rein. So, dann ging es hier nochmal in die Korrektur und dann haben wir hier ein neues Hoch gemacht. Und danach ist der Markt hier komplett nach unten weggedreht und hat erstmal diese Aufwärtsdynamik rausgenommen. Und jetzt trendet er schon wieder hier in Richtung dieser Abwärtsphase. Und das macht mich jetzt ein bisschen nachdenklich, ob wir kurzfristig hier tatsächlich flott wieder die Oberseite anlaufen oder ob wir eher die Unterseite als korrektive Phase sehen. Und da, ja, da wird es halt interessant, wie es weitergeht. Denn wenn wir hier tatsächlich einen weiteren Abverkauf sehen und das, was wir hier sehen, im Trend nach unten, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Schaut mal, wir haben hier. Den Abwärtstrend am Laufen und hier ebenfalls den Abwärtstrend am Laufen. Das heißt, wir sind jetzt hier im kleinen Bereich definitiv auf der Abwärtsseite unterwegs. Und das kann schon relativ zügig dazu führen, dass wir hier nochmal eine Korrektur sehen und dann weiter nach unten abdrehen. Das muss man ein bisschen beobachten. Das heißt, aktuell sieht dieser Silbermarkt etwas angeschlagen aus. Angeschlagen deswegen, weil wir hier halt so deutlich drunter gefallen sind. Erst war es hier eine Unterstützung und jetzt ist es definitiv ein Widerstandslevel. Und wenn wir jetzt eine Gegenbewegung sehen, dann kann die durchaus im kurzfristigen Bereich nur ein Durchatmen sein, um dann wieder nach unten zu laufen. Und deswegen habe ich gesagt, das Tagestief von heute ist hier interessant. Fallen wir unten drunter, sind die Anlaufmarker ganz klar. Und der nächste Anlaufpunkt, den wir hier unten haben, ist dieser Spike, dieser Dreh. Drehbereich hier unten, das ist dann allerdings wieder eine Unterstützung, weil wir gesehen haben, da sind plötzlich wieder Käufer reingekommen und diese Unterstützung liegt halt hier auch in diesem Drehbereich. Das heißt, das ist mal ganz klar auf der Unterseite zu sehen hier dieses Level um den Drehbereich hier unten grob, die Marke von naja 24, 20 bis 24, 25 hier unten drinnen rum. Das wäre mal der Anlaufpunkt. Und hier sehen wir schon den Fortgang dieser Bewegung. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant, denn das ist schon eine weit ausgefasste, sag ich mal, Bewegung, die wir hier haben ähm, im kleinsten Bereich, die kann natürlich jetzt hier, schaut euch mal die tiefe Korrektur an, die hat das Potenzial, hier unten reinzulaufen. Ne? Und deswegen ähm, kann es auch durchaus sein, dass wir jetzt hier wirklich die Bewegung sehen, dann eine kurze Erholung und dann das Ganze wieder rumdrehen zu sehen. Und das ist dann interessant, da bitte dann in die kleineren Zeiteinheiten schauen, wenn die Gegenbewegung startet, dann werden wir sehen, dass dieser aktuelle dynamische Trend, der hier nach unten läuft, also das, was wir hier sozusagen sehen, das, was hier nach unten trendet, dass das dann mal ein Stück weit korrigiert wird. Also hier, dass wir hier nach oben laufen und dann diesen Drehbereich hier mit ins Auge fassen, hier oben rein. Also dieses Level hier oben knapp die 24, 2465 und dann wieder dort rumdrehen und dann nach unten laufen. Das wäre hochinteressant und das würde uns dann gute Chancen zur Unterseite im kurzfristigen Handel bringen, das Ganze hier zu sehen, wenn die Stunde ist, weil die Stunde ist schon relativ schwach an dieser Seite und der Ausbruch aus dieser korrektiven Formation, die wir sie hier haben, ist schon ein deutliches Zeichen von Schwäche. Und das muss man mit auf der Uhr haben. Wie ich schon gesagt, erst einmal hier unten den Weg rein in die 24.20 bis 24.25. Und dann muss man weitersehen, ob wir dann einen Abrall bekommen und nach oben laufen oder ob wir dann drunter durchrutschen. Und wenn wir drunter durchrutschen, dann haben wir hier unten wieder einen Schwungbereich liegen. Ja, wir haben momentan viele Schwungbereiche, wo man sieht, da wird immer nur mal ein bisschen kurz angelupft. Hier, das ist grob das Level um die 24,10. Und wenn das nicht hält, dann den größeren Bereich hier unten bei 23,77 in etwa mit anzulaufen. Also wir sehen viel Platz auf der Unterseite. Eher schwächelnde Silber momentan. Da haben wir noch keine Umkehr für die Longseite. Das muss man ein bisschen abwarten, wo möglicherweise hier ein Drehlevel, ein sogenanntes Pivot Level ist und dann den Weg nach oben wieder anzuschreiten. Denn wir sehen es ja hier auf Tagesbasis. Solange wie wir nicht unten unter diese äh, 23, 65, äh, 56 rutschen, ähm, ist hier alles nur hin und her Geplänkel, ähm, und Wenn wir da wieder aufdrehen, wäre das hier in Gang dieser Situation. Rutschen wir allerdings hier drunter, haben wir auf Tagesbasis wieder mal einen Gegentrend. So gegen dieses große Bild. Und das würde dann eher dafür sprechen, dass wir eher tiefer reinlaufen. Soweit ist es hier und heute noch nicht. Müssen wir mal schauen, wie sich es entwickelt. Kurzfristig, wie schon gesagt, sieht es ein bisschen schwach aus hier. Das Silber. Und damit schalte ich noch mal rum auf den DAX. So, den haben wir da an dieser Stelle. Ja, Gestern haben wir es gesehen. <laughs> der Tag heute, äh, der Tag gestern, ähm, der lief ein klein wenig anders ähm, mit dem Impfstoff. Warum? Ganz klar. Die neue Meldung äh, ist von Modena und Modena ist ein US-Unternehmen äh, und das ist ein Konkurrent für Biotech Und da hat der Markt gestern ganz klar gespielt: Uh, da ist jemand, der könnte das eventuell besser machen als wir. Das ist ganz schlecht. Also, Biontech gestern brutal unter Druck gekommen. Das ist schwierig. Die große Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle nur stellt, ist: Ist das wirklich so? Ja. Ist ähm, der Impfstoff aus den USA tatsächlich in der Lage, ähm, dem aus Deutschland den Rang abzulaufen? Ich glaube es nicht. Klar hat er Vorteile. Der, neue, der neuere Impfstoff, er braucht eine kleinere Kühlung. Da ja, kann laut aktuellen Angaben äh, genutzt werden, im Kühlschrank gekühlt zu werden, während äh, der von BioNTech bei viel, viel, viel starken, äh, stärkeren Minusgraden gekühlt werden muss. Das ist die eine Seite. Ähm, aber die andere Seite ist, was man sich einfach mal überlegen muss: es gibt einfach überhaupt nicht genug Impfstoff auf der Welt. Ja, also, weder BioNTech noch Modena können momentan genügend Impfstoffe herstellen in dieser kurzen Zeit, um die ganze Welt zu impfen. Ja? Deswegen ist der Markt noch groß genug für alle Seiten. Aber wir sehen es, der DAX, als die letzte Meldung kam, hier, das war diese Kerze extrem euphorisch. Gestern, naja, naja, wir sehen es, weder Fleisch noch Fisch. Unten wurde aufgekauft, oben wurde verkauft. Am Ende ist hier zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs nicht viel passiert. Die Chancen nach oben haben wir da. Der Impfstoff ist mit guter Wahrscheinlichkeit in der Pipeline drinnen. Das heißt, da haben wir positive Meldungen sozusagen, was sich längerfristig wieder deutlich ähm, auf die Kurse auswirken sollte. Und das ist das, was wir hier momentan auch ein bisschen gespielt bekommen, dass wir die Schwäche unten drin erstmal aufgekauft sehen. Also hier unten das Level um die 13.080 Punkte hält. Ich gehe mal kurz in den Stundenchart rein. Also hier an dieser Stelle unten drinnen eine leichte Bodenbildung in diesem Bereich hier. Das sehen wir hier ne? drauf hoch, drauf hoch, drauf hoch, drauf hoch. Das ist interessant zu sehen im Stundenchart sind wir momentan noch abwärts gerichtet, das heißt hier, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen mit rein, das ist also ganz klar eher noch die Abwärtsrichtung, hier haben wir jetzt den erst, das erste Aufbäumen des Marktes und was brauchen wir natürlich hier oben über diesen Bereich, sollten wir mal drüber laufen, also das Level, in dem wir hier gerade verortet sind, das ist schon, sage ich mal so kein, kein leichtes Level, also hier in diesem Bereich sind wir immer wieder zu Verkäufen gekommen und da sind wir gerade drin und das wäre natürlich jetzt ein gutes Zeichen, wenn der Markt die dieses Level nach oben rausnimmt, dieses Drehlevel hier, um nach oben dann reinzulaufen hier Richtung 13.100. Was haben wir hier im Hoch gehabt? Das Hoch war bei. 62,70 also bei knapp 13.163, wenn wir da drüber laufen, wäre das schon von starkem Vorteil da oben. Also momentan der Deckel, wenn wir das tatsächlich rausnehmen, dann haben wir hier einen schönen Bodenbildungsbereich, der uns durchaus positiv nach oben begleiten kann. Das Ganze noch mal im kurzfristigen Bild hier im 15-Minuten-Chart zu sehen, da sehen wir es halt auch. Worauf ich hier hinaus will, ist halt die Tatsache. Wir sind hier in die Korrektur reingelaufen und dann unten sozusagen rein hier in das Tief nochmal. Da haben wir hier drüben ein leicht tieferes Tief gemacht. Also hier unten, dieses Tief ist tiefer als dieses Tief hier. Und jetzt laufen wir hier nach oben. In 15 Minuten sehen wir den Trend nach oben schon sehr schön am Fortgange. Und jetzt ist es halt wirklich wichtig, wenn diese Marke hier oben fliegt, ja, dann haben wir definitiv mal eine deutlich bessere Chance, die oberen Seiten anzulaufen. Und wenn wir hier mal kurz schauen wollen, was Drehmarker sind, dann zum einen hier drüben dieses kleine Zwischenhoch. Also hier ist ja der Markt auch schön nach unten getrendet. Hier um die 13.190 ein Zwischenhoch gemacht, bevor er dann nochmal deutlich wieder nach unten gegangen ist. Das ist der erste Anlaufpunkt. Dann hier dieses größere Drehlevel aus den größeren Zeiteinheiten. Und auch die psychologisch runde Marke bei 13.200 Punkten. Und dann sind wir schon hier oben angekommen, hier in diesem Level an den Hochs hier. Da, das ist das, was wir hier oben haben. Der Drehbereich um 13.250 Punkte. Das wäre mal das nächste auf der Oberseite, wenn es der Markt tatsächlich wirklich in die Long-Richtung spielt. Ansonsten, wenn hier wieder der Abverkauf kommt, wir sehen es, dann gibt es hier unten die 13.080 Punkte Marke als Unterstützungslevel. Und wenn diese Linie dieser Bereich nicht hält, ja, dann müssen wir uns weiter auf der Unterseite orientieren. Tja, und dann haben wir die Anlaufpunkte hier am nächsten Zwischentief das Low hier unten um die 13.000 Punkte. 1045 Punkte Marke wäre mal der erste Anlaufbereich. Tja, und dann haben wir hier noch diesen Wechselbereich hier unten, hier in diesem Level in etwa, also dieses hier, das ist jetzt sozusagen ein Unterstützungsbereich, denn hier drüben ist der Markt rumgedreht, hier von unten nach oben durchgekommen und deswegen ist das eine Unterstützung. Das sind Marker, die haben wir dann auf der Uhr und das hier auch der psychologisch wichtige Bereich um die 13000 Punkte Marke. Das zum Dank. So, weitere Fragen habe ich hier jetzt an dieser Stelle nicht. Das heißt, ich sage mal ready for trading. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading Dienstag. Planen Sie Ihre Trades und traden Sie Ihren Plan. Dann funktioniert das. In diesem Sinne bis von meiner Seite her nächste Woche ein paar Tage frei. Die tun mir gut, da freue ich mich drauf. Aber so ein bisschen der Blick auf die Börse ist natürlich immer da. Bis dahin allen eine schöne Zeit. Bye bye und bei Fragen. Gerne einfach auf uns zukommen, entweder hier direkt in Facebook oder wer die tickmill seite kennt, einfach auf Tickmill auf den Kontakt-Button klicken und dann direkt an Tickmill wenden. Danke für die Zeit, für die Weiterempfehlung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.